Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich dachte, ich zeige euch mal die Sachen, die ich im Action so erbeutet habe, denn es lohnt sich einfach mal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Und ich habe euch noch eine kleine Überraschung für euch, aber das kommt dann auch noch zum Schluss dieses Videos. Ich denke mal, ich fange einfach mal an. Ich zeige euch alle Sachen, die ich erbeutet habe und ich muss sagen, der Action war sehr gut befüllt. Einfach ein bisschen zu gut. Also ich habe vieles gefunden, vieles, was ich vielleicht gar nicht gebraucht habe, aber trotzdem mitnehmen wollte. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Zum einen habe ich diese Stifte hier mitgenommen, diese Kugelschreiber. Warum? Weil ich gerade irgendwie so einen Mangel habe. Also, keine Ahnung, mir reichen die, die ich habe, momentan nicht aus. Deswegen dachte ich, ich hole mal wieder welche. Da sind jetzt 4 Stück drin. Vom Design her kommen sie euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Die gibt es auch im Teddy oder Kick. Also es ist ganz... ich habe die noch gar nicht ausprobiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sie schreiben. Ich kann ja mal gerade einen testen. Ich hoffe, die sind nicht zu dünn. Nee, das ist wunderbar. Und das sind auch gar keine richtigen Kugelschreiber. Doch, doch, eigentlich schon. Aber die schreiben sehr, sehr weich. Also ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut. Okay, weiter geht's. Dann habe ich mir das Washi-Tape hier mitgenommen. Da sind jetzt hier so wie so Wellen drauf, Blumen und hier Herzen. Mir hat das Set jetzt sehr gut gefallen. Ich hätte es nicht mitnehmen müssen, aber irgendwie, ja, schon lange her, dass ich mir Washi-Tape geholt habe. Deswegen muss das mit. Gut, noch 2 Schreibhefte, Blöcke, College-Blöcke, keine Ahnung, nennt es wie ihr wollt, habe ich jetzt noch mitgenommen, weil ich schreibe für mein Spiel, also dieses Love Nikki Dress Up Queen, ich schreibe sehr viel und da sind jetzt 2 meiner Notizhefte leer. Und da möchte ich jetzt welche benutzen, die mit Spiral, also mit dieser Disc-Bound-System geheftet sind, benutzen, weil ich kann die dann umdrehen. Und das ist dann ganz praktisch, weil ich halt eben sehr viel rumkrakele. Und ja, haben auch nicht so viel gekostet. Ich finde die... Ich probiere es mal aus. Mal gucken, wie die sind und dann sage ich euch Bescheid. Ich habe mir dieses hier gekauft und zwar wollte ich das schon lange, lange haben. Und ich habe jetzt mal so ein kleines mitgenommen. Das ist so eine Glaskugel und so wie eine Glocke. Und darin kann man so Insekten oder Schmetterlinge befestigen. Und Schmetterlinge ist das, was ich jetzt im Kopf habe. Und ich habe die gesehen und fand das cool, deswegen... möchte ich das unbedingt jetzt mal ausprobieren, wenn es schon da ist. Aber in der kleinen Version. Vielleicht kaufe ich mir noch so ein großes, ich weiß noch nicht. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall ist hier, also es sind noch 3 Bögen Insektenstandsteile mit dabei. Die werde ich allerdings jetzt nicht benutzen. Ich werde auf jeden Fall Schmetterlinge benutzen, die ich hier jetzt auch habe. Die zeige ich euch auch. Und ich weiß nicht, ob sie passen werden. Das sind zum einen diese hier. Und mich faszinieren ja diese blauen Schmetterlinge. Die sind so cool. Und ja, und da seht ihr auch dieses Beispiel mit den Schmetterlingen und der Glaskugel. Und das möchte ich unbedingt ausprobieren. Das wird bestimmt sehr, sehr geil aussehen. Und ich habe mir jetzt 2-mal das blaue Set geholt. Einmal das pinke, rosane Set und einmal das braune mit den orangenen Schmetterlingen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und man kann die Schmetterlinge ja auch für alles Mögliche benutzen. Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
Kommen wir zu Clear Stamps. Ich wollte eigentlich gar keine mitnehmen, aber dann dachte ich, warum nicht? Denn hier sind zum einen Heidelbeeren, Johannisbeeren. Ihr könnt es euch aussuchen. Und hier finde ich cool, dass es zum einen diese Früchte sind und zum anderen die Blätter. Die Stanzteile brauche ich jetzt natürlich nicht. Und hier habe ich noch ein Set mit Himbeeren, was ich auch ganz cool finde. Deswegen habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, die mitzunehmen. Ich werde mich wahrscheinlich danach steinigen dafür, dass ich das mitgenommen habe, aber man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Und ich habe ja bei mir ausgeräumt und Platz geschaffen für neue Sachen. Also ich darf das noch. Gut, kommen wir zu Stickern und zwar diesen ganzen Glitzer-Stickern. Nicht nur die Form des Stickers hat mir gut gefallen, sondern auch diese kleinen Bildchen, die da dahinter sind. Die werde ich nämlich auch benutzen. Die finde ich nämlich ganz cool. Und hier haben wir zum einen, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, zum einen das silberne Set. Das Licht ist natürlich sehr, sehr toll. Einmal das weiße Set. Auch wieder mit Kakteen, das finde ich süß. Einmal dieses goldene Set und die Lamas finde ich ja so, so süß. Und den Waschbär auch. Der wird auf jeden Fall benutzt. Und hier haben wir das rosane Set mit dem kleinen Pinguin und dem Waschbär. Der ist auch süß. Und ja, also finde ich toll. Und das ist so ein gutes Beispiel. Das kann ich gut im Planer einsetzen. Halt eben so ein Mambi-Sticker und drumherum dann diese coolen Sticker. Und hier haben wir das schwarze Set. Okay, die Bulldogge ist natürlich nicht mein Ding. Da findet sich wahrscheinlich noch ein anderer Liebhaber. Aber ich finde das schwarze auch sehr, sehr schön. Das waren die Glitzersticker. Ich habe mir noch zwei Bögen von Seidenpapier mitgenommen. Ich benutze das gerne, um irgendwie Geschenke oder Happy Mails zu verpacken. Und es gibt halt eben mehrere Sets davon. Dieses Set habe ich schon, das kenne ich bereits. Alle anderen scheinen neu zu sein. Also die hatte ich jetzt auch noch nicht. Besonders finde ich das schön mit diesem Vintage Design und ja, davon kann ich echt nicht genug haben. Ich habe davon jetzt auch ja auf jeden Fall eine ganze Klarsichtfolie voll. Kommen wir weiter wieder, also kommen wir wieder zu Stickern. Ich habe zum einen hier einen Bogen mit Sukkulenten-Stickern. Irgendwie bin ich jetzt ein totaler Fan davon geworden, deswegen mussten die mit. Ich mag auch die Farben von denen sehr gerne. Hier haben wir noch eins mit so einem, ja, so einem Halter für die Sukkulenten. Und das finde ich total süß. Hier. Das ist echt, echt süß. Und dann kommen wir zu einem herbstlichen Bogen. Und irgendwie ist das falsch rum. Egal. Auf jeden Fall hat das was mit Herbst zu tun. Und Herbst steht ja eigentlich schon wieder vor der Tür. Und da war mein Gedanke, kannst du es bald verwenden? Also, ich mag den Fliegenpilz hier voll. Und ja, die Farben sind schön. Was noch mit Herbst zu tun hat, ist dieser Bogen hier. Es gab noch einen Weihnachtsbogen, den ich gesehen habe, aber den fand ich leider nicht so schön. Und was mich echt besonders freut, ist diese Eule hier zum Beispiel. Die ist. Es gibt noch eine andere Eule und ich finde die so süß. Ich habe die gesehen und denke, oh mein Gott, die musst du mitnehmen. Und diese Uhr mit den Blättern drumherum finde ich mega. Finde ich echt cool. Und ja, da konnte ich an denen jetzt auch nicht vorbei. Ich glaube, die waren ein bisschen teurer, aber es war es mir wert. Ich komme jetzt zu ganz besonderen Sachen. Zum einen habe ich hier ein Set. Das ist ein Set mit verschiedenen Bögen, verschiedenen Tags und Stanzteilen, sodass man sich zum Beispiel Karten daraus machen kann. Aber ich werde es natürlich für etwas anderes benutzen. Ist ja ganz klar. Das ist jetzt ein
Blumen- und Sukkulenten-Set. Ich werde das Ganze einfach mal auspacken und euch zeigen. Denn darauf bin ich jetzt auch gespannt. Ich habe nicht reingeguckt. Ich weiß also nicht genau, wie das Ganze aussieht. So. Ups, da ist jetzt schon was rausgefallen. Und zwar Federn. Das sind drei oder vier Federn drin. Finde ich toll. Finde ich echt super. Okay, dann haben wir zum einen ein Geschenkband. Dann zwei Stickerbögen. Da wieder Kakteen und Sukkulenten. Finde ich voll schön. Dann haben wir hier ein bisschen festeres Papier in A5. Hier habe ich so ein Blumen-Hawaii-Urlaubsmuster. Dann habe ich hier auch was mit Edelstein, so ein bisschen Boho-mäßig. Der ist ja natürlich cool. Also, ja. Hier haben wir schwarz-weiße Federn und hier ein schönes Blumenmuster. Diese Federn finde ich ja so schön, zusammen mit diesem Rosa hier. Und hier auch noch eine einzelne Feder. Dann haben wir Ananas, finde ich auch sehr schön. Und hier steht einfach nur Love. Und hier haben wir Kakteen und ein Muster in Schwarz-Weiß. Und hier steht Do what makes you happy. Und auch wieder ein schönes Blumenmuster und hinten so braun. Hier haben wir ein schönes rosa gestreiftes gestreifter Bogen. Finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und hier auch nochmal ein Traumfänger. Dann haben wir hier diese Tags. Ich habe jetzt hier 8 Stück. Und die sind echt schön. Auch mit diesem Goldeffekt. Finde ich echt hübsch. Hier habe ich noch Papier und da kommt das ganze Muster. Die ganzen Muster kommen jetzt nochmal wieder. Habe ich hier Happy. Ja, ein bisschen anders sehen sie schon aus, aber ich finde das toll. Oh, diese einzelnen Ananas ist toll. Das finde ich richtig schön. Und das hier. Oh, ich glaube, das ist mein Lieblingsbogen. Hier nochmal der Flamingo Smile. Das ist auch sehr schön. Ich bin ja ein blauen und ein grünen Fan. Together is our favorite place to be. Okay, hier nochmal Kaktus. Und hier nochmal ein Traumfänger. Und hier haben wir jetzt die Die Cuts. Finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Die Eule ist ja mega süß. Und hier haben wir noch weitere so urlaubsmäßige Die-Cuts. Hier auch wieder sehr, sehr schöne Sachen. Das finde ich mega schön. Oh. Ach, ich kann es kaum erwarten, die zu benutzen. Hier habe ich zum Beispiel auch ein Tab. Und das ist jetzt die Verpackung. Okay, finde ich sehr, sehr schön. Dieses Set hätte ich nicht gedacht, dass das Action so richtig tolle Sachen anbietet. Und es war jetzt nicht das einzige Set, was ich gekauft habe. Es kommt noch ein Set. Und zwar ist das hier. Das sieht auch so ein bisschen, ja, es ist auf jeden Fall ein Botanical Set. Sehr viele Pflanzen und Blumen. Alles, was das Herz begehrt. So, da sind auch wieder die Federn drin. Wieder das Band, die Stickerbögen. Dann hier die A5-Bögen. Blätter ich jetzt einfach mal durch. Das finde ich ja sehr schön. In diesem Gelbgrün. Dann haben wir Schmetterlinge. Das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr schön. Vor allem hier stehen noch die Bedeutungen von den Blättern und Gräsern. So sieht es auf der Rückseite aus. Hier sind noch Vögel, Schmetterlinge. Das finde ich auch sehr schön. Das kann man sich so einrahmen und irgendwo aufhängen. Finde ich toll. Und hier haben wir, das finde ich auch sehr schön. Und every flower is a soul blossoming in nature.
Okay, da kommen wir zu den Tags. Die sind auch toll. Die sind richtig, richtig toll. Und jetzt zu den Die-Cuts. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Blätter sind. Dass es Blätter sind und Fahne und oh, ich finde die so toll. Hier haben wir auch wiederum. Ach, das ist ja süß. Das ist so ein Ringbuch. Ringnotizbuch. Finde ich toll. Finde ich sehr schön. Haben wir auch noch verschiedene Sachen. Jetzt kommen wir zu den Papieren. Das finde ich auch wieder sehr schön. Damit kann man sich halt eben irgendwie so ein Notizheft oder so machen. Das finde ich sehr cool. Schön. Enjoy the little things. Grün. Sehr gut. So viel zu dem zweiten Set. Und jetzt kommen wir wieder zu schönen Sachen. Ich habe nur schöne Sachen gefunden. Das war ja das Schlimme. Ich habe wirklich nur hingeschaut und da noch was gefunden, da noch was gefunden. Ich habe mich echt beherrscht, muss ich sagen. Ich habe wirklich nur Sachen mitgenommen, wo ich gedacht habe, ja, die willst du jetzt unbedingt haben. Und zwar sind das diese Lux Paper Block. Diese, ich nehme mal an, das sind so Designblöcke, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier wieder Standsteile. Und die finde ich ja auch total schön. Vor allem diese Heißluftballon mit dem Hasen da drin. Das ist toll. Dann haben wir hier verschiedene Waldtiere. So süß, vor allem dieser Igel. Oh Mann. Hier haben wir noch so kleine Bildchen, so Anhänger. Ich denke mal schon, dass es Anhänger sind. Hier haben wir noch was für Birthday. So, auf jeden Fall florale Sachen. Das finde ich auch sehr schön. Banner finde ich auch toll. Nochmal die Waldtiere. Und hier haben wir so transparente Bögen mit verschiedenen Sprüchen, Quotes und die kann man halt eben wunderbar ausschneiden. Ich könnte sie jetzt zum Beispiel auch mir im Planer vorstellen. Es sind jetzt zwei Stück drin. Jetzt kommen wir zum Papier. Das ist einseitig bedrucktes Papier, es ist also nicht zweiseitig. Die Federn finde ich hier so schön, wirklich super, super schön. Also hier kann man halt eben sehr viele Sachen machen. Hier ist wieder der Hase mit dem Heißluftballon drin. Und hier kommen wir sogar zu Stickern. Also es ist so ähnlich wie dieses Set, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Es ist nur ein bisschen anders aufgebaut, aber ich finde das sehr, sehr schön. Okay, ich habe noch ein anderes mitgenommen und zwar ist das das hier. Das ist mehr so ein sommerliches Set. Einmal wieder die Stanzteile. Die Kamera ist sehr schön. Das finde ich auch sehr schön. Ich liebe so Flor. So blumenmäßige Sachen finde ich so schön. Hier kann man zum Beispiel ein Foto oder so mal reinmachen. Und überall natürlich die Pelikane, die Flamingos. Naja, okay, Pelikane sind da nicht drauf, aber Flamingos sind drauf. Ein Tukan ist auch drauf. Hier kommen wir wieder zu den transparenten Bögen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ah. Quält mich. Herzchen. So ein richtiges Sommerfeeling kommt da auf und das gefällt mir sehr gut. Oh, schön. Das finde ich auch toll. Und hier sind wieder Sticker. Ich konnte mich ja nicht beherrschen. Ja, ich habe noch ein drittes Set mitgenommen. Also. Ich könnte wirklich so eine ganze Wochen-, Monats-Deko machen mit all diesen
Sukkulenten und so. Hier haben wir auch nochmal einen. Ich finde den so süß, den Waschbär. Ah! Hier haben wir auch Die-Cuts. Die sind so schön. Oh mein Gott, guckt euch mal das Lama an. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott, ich kann mich jetzt wegschmeißen. Das ist so geil. Hier haben wir auch so. Oh, das sind mehr so kindliche Motive, aber ich finde die sehr, sehr schön. Besonders so scharf. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, fahrt in ein Action und kauft euch die Sachen, weil die sind sehr, sehr schön. Das ist vor allem sehr, sehr schön. Wirklich. Ein Panda. Hier wieder die ganzen Sprüche. Und dann kommen wir zu dem Papier. Das ist ein schönes Papier. Oh, mit Farbverlauf, sehr schön. Oh, das ist auch toll. Das ist auch toll. Genial. Am liebsten hätte ich jetzt sofort Lust, einen Divider damit zu machen, weil es einfach nur mega cool aussieht. Das ist auch schön. Und hier haben wir noch ein paar Sticker. Schade, dass das Lama nicht dabei ist, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Okay, ich habe noch weitere Stanzblöcke mitgenommen. Und ja, ich habe drei davon. Kommen wir mal zu dem hier. Das ist so ein Sommerstanzblock. Also ganz verschiedene Motive. Ich wusste nicht so recht, ob ich den mitnehmen sollte, aber irgendwie, ich mag diese zum Beispiel diese Kokosnüsse und ja, also irgendwie, ich fahre ja bald auch in den Urlaub an den Strand und da passt das ja auch irgendwo. Das sind jetzt eigentlich mehr so für Grußkarten, aber ich könnte jetzt zum Beispiel mir gut ein Reisetagebuch vorstellen, wo ich das Ganze dann einklebe. Und ganz kleine Clownsfische. Finde ich toll. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann kommen wir zu dem. Den habe ich als erstes gesehen und war natürlich verliebt. Da gab es ganz, ganz viele von den Stanzblöcken. Da hätte ich mich tot kaufen können. Aber ich habe mich für die drei entschieden, die mir am besten gefallen haben. Und zwar ist das das. Das ist halt eben viel mit so Handlettering, Sprüchen, Tags und so weiter. Die fand ich sehr schön und die mussten unbedingt mit. Also, und diese Blumen, die sind toll. Hier haben wir noch was mit Rot. Follow your arrow. Okay. Doch, schon sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Gefällt mir richtig gut, gerade so mit diesem Schwarz. So schön. So, und kommen wir zu dem letzten. Das ist so ein bisschen Vintage-mäßig. Und mir haben die Bilder sehr gut gefallen. Diese ganzen Bilder hier. Okay, das kennt man schon. Das ist ein ganz berühmtes Bild. Aber sowas hier halt finde ich mega cool. Der ist süß. Es hat so ein bisschen was von Erinnerungen und dergleichen zu tun. Also, ich kann mir gut vorstellen, diese Rahmen hier zu benutzen und irgendwo mit einem Bild zu versehen. Also, schon schön. Hier noch ein paar Bildchen dazu. Okay. Gut. Kommen wir zu zwei
letzten Artikel. Und dann haben wir es auch endlich mal. Ich habe mir fest vorgenommen, kein Papier zu kaufen. Weil ich habe genug Papier, aber ich habe dann diesen Block gesehen und fand ihn so schön und konnte nicht dran vorbei. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Aber ich verfluche mich. Ja, es ist beidseitig bedrucktes Papier. Darauf habe ich echt geachtet, dass ich das auch mitnehme. Weil es gab noch Blöcke, wo nur eine Seite bedruckt war. Und da war ich mir so ein bisschen unsicher, ob ich die überhaupt benutzen werde. Also habe ich mir auf jeden Fall dann habe ich auf jeden Fall mal geguckt. Und da sind halt eben so schöne Motive mit drauf. Und, ach, ich komme da nicht vorbei. Das finde ich sehr, sehr schön. Und sowas hier. Ja, also. Und diese Ziegelwand in rosa. Das ist doch toll. Wieder mit Farbverlauf. Mit den Wellen. Passt zu dem Washi-Tee, was ich gekauft habe. So, dann wiederholen sich natürlich die Muster und jetzt zeige ich euch die von der anderen Seite. Und das ist mega cool. Ich liebe solche Bilder mit Kannen und Tassen und sowas hätte ich selbst gern daheim. Ich bin eher so ein bisschen altmodisch und da mag ich so kitschige Sachen, so richtig. Aber ich mag das voll. Das bin ich. Also ich könnte mich echt so mit so einer Kanne und so einer Tasse hinsetzen und einfach nur gemütlich ja Kaffee trinken oder Tee trinken. Diese Kirschblüten finde ich sehr schön und das war auch einer der Gründe, warum ich das mitgenommen habe, weil es gibt mehrere Bögen mit denen und ich finde es sehr schön. Da sind auch nochmal Kirschblüten. Dieses Bild kommt mir bekannt vor. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Farbkombination in einem Block gehabt. Ich glaube, aus dem Tee oder so. Also die Blöcke sind ja irgendwie alle gleich. Die kommen wahrscheinlich aus dem gleichen, vom gleichen Hersteller. Das war Block Nummer 1. Kommen wir zum letzten Artikel und das ist Block Nummer 2. Und den habe ich natürlich gesehen. Und es waren genau meine Farben. Und ich konnte nicht dran vorbei. Es tut mir leid. Ja, man sieht schon. Blau. Und das ist so geil. Das ist so geil. Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist auch so schön. Da ist auch ein Lila mit dabei. Lila mag ich ja auch sehr. Wellen. Passt gut zum Sommer. Das ist... Guckt euch diesen Farbverlauf an. Ich bin hin und weg. Das ist auch schön. Wieder so eine Ziegelsteinwand. So eine Mauer. Das ist auch sehr schön. So, jetzt wiederholt sich nochmal das Papier. Und jetzt zeige ich euch andere Bilder. Ich liebe so Galaxy. Papier, Bilder. Finde ich ganz toll. Da wieder eine Galaxie und das ist ja auch total schön. Genauso wie das. Oh mein Gott. Ah, Mann. Mann, Mann, Mann. Man merkt, ich bin hin und weg. Und ja, ich bereue nichts. Gar nichts. Ich bereue auch nicht, so viel Geld ausgegeben zu haben. Ich habe jetzt wunderbare, schöne Sachen, mit denen ich viel anfangen kann. Und da freue ich mich natürlich. Ja, und meine kleine Überraschung kommt jetzt zum Schluss. Also bleibt dran. Und ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche, einen schönen Tag. Einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Macht es gut. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist meine Überraschung für euch. Und zwar seht ihr hier schon all die Sachen, die ich doppelt gekauft habe. Also viele von den Sachen, die ich mir selbst geholt habe, habe ich hier nochmal liegen. Und die Sachen sind tatsächlich für euch.
Und was ihr dafür tun müsst, um diese Sachen hier zu bekommen, beziehungsweise ihr werdet sie so und so kriegen, auf jeden Fall möchte ich, dass ihr mit diesen Sachen etwas dekoriert. Entweder jetzt eine Wochendekoration oder ihr dekoriert euren Planer damit. Auf jeden Fall irgendwas Planermäßiges möchte ich von euch sehen mit diesen Sachen hier. Und aus den Sachen werde ich euch also eine Art Happy Mails zusammenstellen, die ich an sechs glückliche Leute verschicke. Diejenigen, die Interesse haben, die melden sich einfach per Mail. Meine E-Mail-Adresse steht natürlich in der Infobox. Und die ersten sechs, die mir antworten werden, denen werde ich natürlich dieser kleine Happy Mails zuschicken, aus den Sachen hier zusammengestellt. Und ihr macht was Schönes draus. Natürlich möchte ich auch ein paar Fotos davon sehen, was ihr damit angestellt habt. Das ist meine einzige Bedingung. Und die Fotos davon werde ich auch in einem meiner Videos posten. Das heißt, die anderen werden sie dann auch zu sehen bekommen, was ihr so Schönes draus gemacht habt. Also, wer mitmachen möchte, wer Zeit hat und wer Lust hat, der kann sie natürlich bei mir melden. Wie gesagt, die ersten sechs Leute kriegen dann die ganzen Happy Mails hier. Und diejenigen, die unter 18 sind, von denen brauche ich natürlich eine Einverständniserklärung, bevor ich euch die Sachen hier zuschicken darf. Denn ja, das ist ja so mit so Gewinnspielen und so weiter. Ja, warum ich das mache? Einfach, weil ich die Sachen nicht so hergeben möchte. Ich habe dafür Geld bezahlt und dann wäre es schön zu sehen, was ihr daraus macht. Und das ist für mich dann auch irgendwie interessant, weil ich die Sachen ja selbst benutze. Und vielleicht kommt dann auch ein bisschen Inspiration zu mir durch, weil die brauche ich momentan auch ein bisschen. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen träge geworden. Und ich brauche ein bisschen frischen Wind in meinem kreativen Dasein. Deswegen hier die ganzen Sachen. Und das war jetzt natürlich auch der Grund, warum ich so viel schleppen musste. Aber ja, das ist alles für euch und ich bin gespannt, wer mitmacht und freue mich auf eure Ergebnisse. Dann macht es gut. Tschüss.